Über 145.000 Helfer haben die Busse des Helfer-Shuttle Ahrweiler schon zum Wiederaufbau ins Ahrtal gebracht. Nach der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli ist der Shuttle eine wichtige Institution für die betroffene Region geworden, berichtet Initiator Thomas Pütz. Wir müssen anfangen, wie ist das überhaupt entstanden? Und zwar ist es so, ich bin ja selber Ahrtaler und mein Kompagnon, der Marc und ich, wir haben einfach gesehen, dass in den ersten Tagen hier ein absolutes Verkehrschaos war. Ja, also viele wollten helfen kommen, sind aber mit ihren Privatautos ins Ahrtal gefahren. Ja, und durch die zerstörte Infrastruktur gepaart mit einfach diesen wenigen Straßen, die ins Ahrtal dann halt auch noch runterführen, ist das einfach ein Thema gewesen, dass wir der Sache direkt Abhilfe schaffen wollten. Und da kam direkt der Gedanke, ja, wir müssen jetzt einfach das koordiniert hinkriegen, wir müssen die Leute koordiniert runterkriegen. Ja, und dann haben wir dann diese Stelle hier oben so ein bisschen occupied. Wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt von hier aus. Ja, und da haben die ersten Busse auch dann gehabt, ja, und dann ging das rasant hier los, dass das... Die Busse standen bei dir in der Garage? Nee, also das ist so, ich habe ja selber ein Unternehmen hier in Bad Neuenahr und die Hälfte meiner Busse sind weggeschwommen. Die andere Hälfte, die dann überlebt hat, die haben wir dann hier oben eingesetzt. Meine Mitarbeiter haben wir dann direkt verpflichtet als Fahrer. Ja, und da ging das hier los und dann haben wir dann in den ersten Tagen schon so unsere 600 Leute da runtergefahren und in Spitzenzeiten ja über 3000, ne? Jeden Tag. Jetzt ist es ja so, dass die Variantenvielfalt der Arbeit ja viel, viel größer ist. Ja. Und deswegen klären wir das hier schon auf dem Platz. Es gibt auch hier schon eine Einweisung. Wir haben hier Scouts, die kennen die Örtlichkeiten, die kennen aber auch die Aufträge. Und die teilen dann die Gruppen ein und dann geht es dann in den Bus mit dem fertigen, fixen Auftrag. Jetzt wurden so ein paar Stimmen laut, ja, irgendwie, jetzt braucht man halt Experten, jetzt können die normalen Helfer von nebenan, die können nichts mehr machen. Ist das so? Ja, das ist zum Teil in der Tat wirklich so, aber die Baustellen sind halt sehr unterschiedlich. Ja. Wir haben halt den Rückbauzustand, der ist halt nicht überall gleich. Ja. Und klar, wenn ein Haus schon fertig zurückgebaut ist, dann brauchen wir jetzt Handwerker, da können wir mit der freiwilligen Hilfe natürlich nichts machen. Aber es gibt halt noch genügend Immobilien, wo wir noch Putz raushauen müssen. Das ist leider auch, die Weinlese läuft auch immer noch. Weinlese läuft noch bis Ende nächster Woche. Also kommt zu uns. Ihr müsst, also ich habe es schon mal gesagt, der zwei linke Daumen hat, dem sorgen wir einen, der zwei rechte Daumen hat und dann seid ihr zusammen hervorragend hier geeignet. Ihr müsst nichts spezifisch können, ihr müsst nichts spezifisch gelernt haben, ihr müsst einfach nur mit dem guten Grundgedanken hier anzukommen und zu helfen. Wir setzen euch da ein, wo ihr gebraucht werdet. Wir können verschiedene Handwerker auch schon brauchen, die verteilen wir auch schon. Aber sonst müsst ihr nichts spezifisch können, ihr müsst nur zu uns kommen und wollt helfen mit anpacken und dann haben wir Arbeit für euch. Also wir nehmen keine Spenden an, weil wir sind Unternehmer, wie schon gesagt, und wir möchten von keinem eine Geldspende haben. Wir bekommen vom Krisenstab einen Teil der Kosten, wird übernommen, zum Beispiel die Miete von den großen Zelten, ein Teil der Miete für die Autos. Wir kriegen auch abends das Essen, kriegen wir auch gestellt. Ja, und die anderen Kosten übernehmen wir dann, Marc und ich. Wir sehen auch viele Ecken, wo vielleicht im Moment auch kein Geld ankommt, wo auch vielleicht jetzt im Moment auch Sachen nicht so laufen, wie sich das die Bevölkerung vor Ort vorstellt. Das kriegen wir jetzt eins zu eins mit. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine eigene Spendenorganisation aufzubauen. Die wird es jetzt demnächst geben. Da werden wir das auch in entsprechenden Medien überall auch kundtun. Ja, und dann wird es vom Helfer-Shuttle eigene Projekte geben im Ahrtal, wo wir spezifisch dann vielleicht im Winter, wo dann halt nicht so viel gearbeitet werden kann, wir aber spezifisch da bei den Betroffenen, bei meinen Leuten irgendwie auch nochmal anders helfen können. Und da dürft ihr alle gespannt sein. Da wird es demnächst Neuigkeiten von uns geben. Gibt's einen Karton. Tata. Thomas, ganz, ganz vielen Dank.